Frau Dublin, die IHK Nürnberg für Mittelfranken hat sich das Thema familienbewusste Personalpolitik auf die Fahnen geschrieben. Wen muss man denn da zusammenbringen, wenn man vorwärts kommen will? Ja, wir wissen, wir brauchen mindestens drei Gruppen mit einem starken eigenen Interesse. Das erste sind natürlich unsere Mitgliedsunternehmen. Die wissen, sie müssen familienfreundlich sein, damit sie genügend Fachkräfte heranziehen und auch halten können. Das zweite ist, die Kommunen haben ein großes eigenes Interesse daran, dass ihnen die Einwohner und auch nicht die Unternehmen weglaufen. Das heißt, die müssen familienfreundlich sein. Und als drittes haben natürlich alle Bürger ein großes Interesse daran, dass sie ihren Familien, das bedeutet ihren Kindern und auch ihren Eltern, ein schönes Familienumfeld anbieten können. Haben Sie es denn mit dem Barcamp geschafft, diese Gruppen hier zusammenzubringen? Ist das die Form dafür? Das ist die Form dafür. Wir haben also von Lehrern, Erziehern, Wissenschaftlern, Leiterinnen und Leiter von Bündnissen für Familien, von Wirtschaftsförderern, Kommunen, Kreativen, Freiberuflern, Anbietern von Dienstleistungen das ganze Spektrum zusammengerufen. Und so viele Experten haben wir bisher noch nicht zu einem Thema auf einem Platz. Also für mich hat sich das Barcamp wirklich als eine perfekte Lösung, um ganz neue Gedanken in Themen, die schon seit Jahren diskutiert werden, aber bei denen man eigentlich über gute Ideen und gute Vorschläge an manchen Stellen nicht rauskommt, weil einem der Input fehlt aus anderen Bereichen, aus anderen Disziplinen. Ist denn auch die Atmosphäre und das Herangehen in so einem Barcamp anders als bei normalen Tagungen? Sicher. Wir sind hier nicht umsonst im IZMP. Innovationszentrum Medizin, Technik und Pharma. Und ich denke, dieser Genius Locky, den haben wir überall gemerkt. Wenn Sie sich umschauen, ist es eine ganz andere Atmosphäre. Sie haben hier nicht die typischen Anzug- und Kostümträger, die ernsthaft an einem Thema arbeiten, was auch okay ist, sondern bei uns ist man lösungsorientiert und schaut nicht drauf, wo kommt jemand her, der einen bestimmten Vortrag hat, der einen bestimmten Vorschlag macht, sondern man nimmt einfach die Themen so, wie sie die Menschen, denen es auf den Nägeln brennt, präsentieren. Das heißt, es war nicht Ihr letztes Barcamp? Ganz bestimmt nicht.